haben zwar keine Kleiderordnung, aber jeder kann das anziehen, wo er sich drin wohlfühlt, aber halt wie gesagt nicht in Straßenbekleidung. Ne? Und das schwenkt dann teilweise auseinander, aber das ist ganz gut so, das ist der Kontrast ein bisschen auch da. Die Damen haben da mehr Probleme wie die Herren. Ja, das stimmt. Machen sich meistens einfach ein Handtuch drum und Badelatschen, und das war's. Ne? Können die Damen doch auch machen. Da sind sie ein bisschen eigener, ja, also, aber die Damen sagen das der Herr auch, weil so frei sind sie auch. Das sind die dickbäuchigen Handtuchträger, wo dann wirklich drauf angesprochen wäre. Wir stehen 2 Stunden vorm Spiegel und ihr hängt euch ein Handtuch um und das und war's. Ne? Und die Männer richten sich aber jetzt schon in eine gewisse Zeit schon danach, die kaufen sich dann auch das, also Dessous und jetzt Hemdchen und dementsprechend so ein bisschen sexy Shorts. Ja. Und das, da tut sich was in der Bewegung, ne? Also von der Herren. Ne? Also wie gesagt, nachdem man umgezogen ist, geht man nochmal wieder runter, da in die Dusche. Und dann halt, wie gesagt, in das Bistro, um sich kennenlernen. Und wenn man sich dann näher kennengelernt hat, kann man sich hier gemütlich machen. Das ist die obligatorische Hundehütte. Ja, was soll man sagen, also wo man beobachten kann, ohne dass man sich selber zu erkennen gibt, weil um diese Hütte kann man rumlaufen und durch diese Gucklöcher schauen. Ich kann er zu erkennen geben muss, dass er da gerne zuschaut. Ne? Also ein Herz für Voyeure. Dann machen wir also Dark Nights, das haben wir gestern gehabt. Dark Nights? Ja, das sind dann im ganzen Bereich haben wir das gehabt, aber das überwiegend auch hier. Ganz dunkel? Ja, ganz richtig dunkel. Richtig, richtig dunkel? Richtig, richtig dunkel, cool. Ja. Und dass dann keiner weiß, wer mit wem oder wie. Aber das finde ich ja toll. Ja, da gegenüber haben wir unser Rosenzimmer. Das ist so das romantische Zimmer. Oh. Wo man sich gemütlich machen kann. Auch hier zum Zuschauen, eine Bank. Ja, das ist auf jeden Fall zum Zuschauen. Ja, wo man sich gemütlich machen kann. Ne? Dann haben wir hier eine Badewanne. Aha, ja, kleines also, Bad. Ich sag da, ein Profimasseur im Haus. Und wann kommt der? Der ist eigentlich immer an der Partytage da, Freitag, Samstag. Das ist ein Lilliputaner, ein Profi. Der kommt also ganz gut an. Aha. Der macht da Gaudi und Spaß. Und der macht auch hier in der Badewanne, macht er dann solche Ölmassagen, Entspannungsmassagen. Und das kann man also wirklich da auch richtig relaxen. Kann man sich also da in Ruhe gemütlich machen. Und dann anschließend kann man sich gleich im Rosenzimmer dann noch austoben. Ne? Kann man so sagen. Ne? Genau. Ja, okay. Haben wir was noch zu bieten. Und zwar gehen wir dann da hinten. Ja, da haben wir hier die Spielwiese. Lass uns mal reingehen. Ein zum Puppenspiel. Ja, die ist ja riesig. Da geht es dann teilweise ganz toll zur Sache. Aha. Wenn sich verschiedene Gruppen gebildet haben, können die halt sich hier total austoben. Ja, das lädt wirklich zum Toben ein. Ja. Das ist hier das Motto. Keine Berührungsängste haben, wird erwünscht. Und dann ist alles kann, nichts muss. Ist unser Thema hier immer. Biege. Zeig. Und ein Soft ist im Bett, wo man sich also fesseln kann. Wir haben aber auch diverse Sachen da mit Handschellen. Oder so Hundehalsband mit Ketten. Also für eigentlich Leute, wo ein bisschen das Spielerische sich fesseln, sich hingeben sich ein bisschen austoben wollen, sich wehren zu können. Und dann haben wir hier, wie gesagt, nochmal eine Massageliege für unseren Masseur. Und das dann, bietet ihr dann so als... das ist immer, also wie gesagt, im Programm mit drin. Und der hat auch seinen Spaß dran. Und da werden auch erotische Massagen durchgeführt, also wie gesagt, je nachdem, wie der Gast es halt möchte. Ne? Aber sie ist, wie gesagt, profihaft durchgeführt. Man kann also wirklich da sich gesund kneten lassen. Ne? Gut. Ja, das sind also, wie gesagt, die Spielzimmer, wo wir hier in der ersten Etage haben. Was habt ihr noch? Ja, geht's noch weiter? Das ist halt natürlich schon eine härtere Gangart. Wo? Das ist dann SM. Wie das was sagt. Ja, das sollte es mir doch schon. Hast du da Interesse dran? Hast du schon mal ausprobiert? Ich habe alles schon ausprobiert. Alles schon ausprobiert, okay. Es gibt nichts, was ich nicht kenne. Das ist kein Neuland. Wir arbeiten da also auch mit der Schwarzen Rose zusammen aus Konstanz. Aha.
Die machen hier also das nächste Event, ist dann am 4.4. Große SM-Party. Ne? Mhm, am 4. April? Am 4. April ist die nächste große Party. Das haben wir eigentlich geschlossen. Im normalen Swinger-Geschäft haben wir es zu. Aha. Nur nach Anfrage, ne? Machen wir das auf. Ah, okay. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass halt viel Blödsinn gemacht worden ist. Und dann, wenn mal jemand gefesselt worden ist, dann kein Stopp mehr war. Mhm. Aha, hier mein alter Freund. Ja, kennt jede Frau. Das ist also das Klinikzimmer. Aha. Habt ihr da auch so Klinikbesteck? Alles da. Alles da? Ja, das haben wir also nur, wie gesagt, weggeräumt. Ja, ja, klar. Weil doch viel sonst an Panden gekommen. Und wenn die SMler da sind, die Schwarze Rose, die bringen also ihre eigenen Koffer mit. Mhm. Da hat jeder sein eigenes Besteck dabei. Ne? Mhm. Aus hygienischen Gründen, dass da jeder seine eigene Peitschen und Besteck selber mitbringt. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier den großen Raum, die Käfighaltung. Oh. Zwei große Käfige. Oh, der Stuhl, der ist ja cool. Ja, wie so ein elektrischer Stuhl. Ja. Sieht aus, ne? Aber die Profis wissen, wie sie, was sie da machen können und wie sie es anzuwenden haben. Das ist eine sehr interessante Sache. Die SM-Bereich, die, das war für uns eigentlich auch noch. Daumen zwingen. Das Studio haben wir jetzt ungefähr 2 Jahre. Eigentlich auch sind wir da wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Da haben wir eine Frau kennengelernt, die ihr Studio aufgegeben hat, aus gesundheitlichen Gründen. Und das war hier eigentlich Rumpelkammer. Und das hatten wir dann, haben wir dann vor 2 Jahren ausgebaut und haben das Studio von ihr übernommen. Und die ist dann aber auch immer wieder hergekommen und hat ihre Stammkundschaft. Ach, die hat es dann weitergemacht. Oh, was sehe ich denn hier noch? Ja, das ist also ein kleiner fahrbarer Käfig, den kann man also da durch den Raum schieben. Aha. Und noch umdrehen. Und sich von allen Seiten begutachten lassen, also da sind ja Ösen alles da, also die Leute, die sich damit auskennen, wissen ganz gut damit umzugehen. Mhm. Und die haben auch recht viel Spaß dabei. Ne? Da haben wir einen Spreizstuhl, es hat viele mit Ketten und Bändern, wo man also wirklich... Und die Sachen, die kriegt ihr alle dann geliefert oder... Also wir haben selber eine Hausbestückung da, also die wichtigsten Sachen, Peitschen und also auch so Fesselinstrumente, die haben wir also aber auch abgeschlossen. Aha. Das ist, wenn jemand Interesse hat, holen wir das dann raus. Aha. Dann haben wir hier eine Streckbank. Zeig. Oh. Die hat es ja in sich. Das ist also ja wirklich wie so eine Folterkammer. Ja, aber wirklich. Kann man sagen. Oh, dann für die Hartgesundene haben wir hier noch ein. Was ist das? Da kannst du mal drauflangen, aber vorsichtig. Nagelbrett? Ein Nagelbrett, ja. Boah. Geil. Da setzen sich die Leute dann drauf und ohne Blut. Da fließt also kein Blut, das gehört eigentlich zu dem Stuhl, das haben wir noch weggemacht, dass da keiner aus Versehen drauf sitzt. Aha. Das wird dann hier draufgelegt und die Person wird dann eigentlich hier drauf festgebunden. Und diese Ösen, wo da sind, mit Ketten oder Schnüren. Cool. Muss ein angenehmes Gefühl sein, denke ich. Ja, man müsste es mal ausprobieren. Ja, genau, jeder so, wie er es braucht oder wie er es gern hat. Ja.